غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه Der Koran ist das meistgelesene Buch, aber am wenigst verstandene Buch der Welt. وقال الرسول Am Tag des jüngsten Gerichts wird der Prophet a.s. vor uns allen, weil wir werden das ja alle miterleben, kommen und wird sagen, Ya Rab, O mein Herr, Inna Qawmi, gewiss mein Volk, dieses mein Volk, meine Nation, die islamische Nation, اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Sie haben den heiligen Koran wie ein abgelaufenes Buch behandelt. Ja, wird der Prophet sich beschweren am Tage des jüngsten Gerichts. Meine islamische Nation hat den Koran mensuch gemacht. Es hat den Koran vom Leben rausgeworfen. Der Koran ist ein Maßstab für die vorherigen Bücher. Wenn ihr sehen wollt, was im Evangelium, im Testament, im mosaikischen Gesetz, in der Tora, in dem Psalm richtig und falsch ist, dann ist das Maßstab dieser heilige Koran. Wenn der Vers in der Bibel im Alten Testament dem Koran ähnelt oder entspricht, dann ist dieser Zitat von Allah. Der Koran ist der Höhepunkt aller Offenbarung. Der Koran ist das Seil Allahs. Es steht im Koran geschrieben, وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Tut am Seile Allahs festhalten. Am Seile Allahs festhalten. Und was sagt der Prophet a.s.? Sie fragen ihn das, was ist denn das Seil Allahs? Es ist der Heilige Koran. Es ist der Heilige Koran. Ihr müsst am Seile Allahs festhalten. Jami'an. Yani, was tut dadurch entwickeln? Was entwickelt sich eigentlich dadurch? Jami'an. Das ist das Seil Allahs. Mit diesem Seil könnt ihr emporsteigen, könnt ihr auch niedergefallen werden. Aber um gerettet zu werden, müsst ihr euch am Seile Allahs festhalten. Wie festhalten? Jami'an. Nicht ein. Alle zusammen in einer Art Jamaat, in einer Art Gesellschaft. Das ist das, was das Koranprojekt seit 1400 Jahren mit der Menschheit macht. Eine Gemeinschaft um den heiligen Koran. Denn dies ist das Seil Allahs. أحسب الناس أن يتركوا سدى أن يتركوا أن يقول آمنا وهم لا يفتنون. Meinen die Menschen etwa in Ruhe gelassen zu werden, indem sie nur sagen, wir glauben, und dabei gar nicht auf die Prüfung gestellt zu werden. In huwa illa zikrun lil alamin. Was heißt das? Der Koran ist nicht eine Erinnerung für die ganzen Menschen. Das heißt nichts anderes. Der Prophet Mohammed, der letzte Prophet des Islam, kam nicht vor 1400 Jahren und hat gesagt, ich bringe was ganz Neues. Oder Allah Ta'ala kam nicht und hat gesagt, ich tue jetzt mal was total anderes herabsenden. Nein, ich tue mit diesem Buch nichts anderes als die Menschen erinnern. Dieses Buch bringt nichts Neues. Es ist eine Erinnerung, auf eure Basis zurückzukehren, auf eure natürliche Veranlagung, auf eure Fitra zurückzukehren, auf euer Ich zurückzukehren. Auf das zurückzukehren, was die Menschheitsgeschichte sowieso schon weiß. إن هو إلا ذكر للعالمين. Obwohl Allah Ta'ala ihnen so viel Gaben gibt. Guck doch mal. So viele Menschen leben in dieser Stadt oder bei euch in Deutschland oder überall woanders. Und auch obwohl Allah Ta'ala den Menschen so viele gute Sachen gegeben hat, trotzdem tut er nicht nach dem Koran handeln. Er betet nicht fünfmal am Tag. Er tut nicht im Ramadan fasten. Er tut sich noch nicht mal selber mal zurückziehen, um sich mit Allah Ta'ala einfach mal ohne jegliche Sachen, wie soll ich sagen, Sport, Fernsehen,
der Alltag, sich mal komplett zurückzuziehen und sich mal mit den Herren komplett, ja, ne, in Demut und Gottesfurcht einfach mal zurückzuziehen. Das ist das, was der Mensch eigentlich heutzutage braucht. Aber er macht das nicht. Er sieht die Gaben Allahs und er tut diese Gaben, die Allah Ta'ala ihm gegeben hat, mit offenem Auge leugnen. Und so sagt Allah Ta'ala auch, Inna al-insana li rabbihi lakanut. Ganz gewiss, der Mensch ist undankbar gegenüber seinem Herrn. Wa innahu ala zalika lashahid. Und das ist eigentlich das Wichtigste hier. Und wahrlich, er bezeugt es selber. Wenn der Mensch weiß, dass es dem Menschen eigentlich sehr gut geht, dass der Mensch eigentlich alles hat, um auf dieser Welt überleben zu können, mit den ganzen Gaben, mit dem ganzen Geld, alles überhaupt. Und trotzdem tut er sich gegenüber seinen Herren undankbar verhalten. Aber es reicht nicht nur, dass er sich undankbar verhält. Allah Ta'ala sagt, وَإِنَّهُ ganz gewiss er, der Mensch, عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيد ist, bezeugt es selber. Der Mensch bezeugt es selber. Frag doch die Menschen mal selber, denen es sehr gut geht. Die sagen doch selber, wir sind sehr schlechte Menschen. Wir könnten normalerweise viel besser leben. Wir könnten doch normalerweise viel, viel mehr den Armen spenden. Oder die Muslime selbst. Oder die Muslime selbst heute. Sie bezeugen es selber, dass sie sogar manchmal gegenüber Allah Ta'ala, gegenüber ihren Herren, sehr, sehr undankbar sind. فيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور